Etiketten und Schubladen. Eines Tages klebte ein Schüler seinem Mitschüler einen Zettel auf den Rücken, auf dem dumm stand, und forderte den Rest der Klasse auf, sich nichts anmerken zu lassen. Alle schwiegen nun, während sie untereinander kicherten. Während des Mathematikunterrichts schrieb der Lehrer eine Aufgabe an die Tafel. Nur ein Junge findet die Lösung dieser Aufgabe. Er geht unter dem Gelächter, dass er sich nicht erklären kann, zur Tafel und löst die Aufgabe. Der Lehrer nimmt den Zettel von seinem Rücken ab, zeigt ihm diesen und sagt: Offenbar wusstest du nicht, dass einer von deinen Klassenkameraden dies auf deinen Rücken geklebt hat. Wisse, mein Junge, dass du dein ganzes Leben lang von anderen Menschen mit Etiketten versehen wirst. Die meisten von ihnen haben nur den einen Zweck, deinen Fortschritt aufzuhalten. Wenn du von diesem abwertenden Wort auf deinem Rücken gewusst hättest, wärst du wahrscheinlich nicht aufgestanden, um diese Aufgabe zu lösen und damit einen Teil deines Wissens zu zeigen. Alles, was du tun sollst, ist das, was du heute getan hast, die Etiketten zu ignorieren, die die Leute versuchen werden, dir anzuheften, und jede Gelegenheit zu nutzen, um zu lernen und dich weiterzuentwickeln.